Servus Leute und willkommen zurück bei Let's Play Terraria Together mit den drei Chaos-Deppen da von der Gamerbude. Die kenne ich nicht, die sind mir hinterhergelaufen, ich kann da nichts dafür. Hi. Schaff, während uns hier, während wem überhaupt hinterher? Ihr rennt mir hinterher, ja. Offscreen-Arbeit erledigt. PvP-Modus an. Ich hab da jetzt die ganze Steinschwelle. Ich hab da oben die ganze schöne Kiste jetzt sortiert, hier gerichtet, bla bla. Und da unten habe ich sogar noch was Schönes hier gesetzt. Die Rüstung. Eine Rüstungskammer. Aber wenn du. Gibt es das auch für Waffe? Waffenständer, das ist. Leider nicht. Schade, das wäre mal cool. Liebe Entwickler von Terraria, machet mal was Sinnvolles. Die hören dir ja vollkommen zu. Ja, deswegen kann ich ja sagen, was ich will. Ja. So, was habt ihr jetzt vorhin gemeint wegen dem Auge? Ey, das kennen wir, ich hab's schon im Inventar, das kennen wir dann bei Nacht bekämpfen. Ja. Aber, wir sind bereit dafür. Wann hat die Nacht auch gefangen? Weiß ich nicht. So viel ist dunkel. Ich hab, ja. ich will was testen. Jetzt sind wir bereit dafür. Ach, gibt's doch. Oh. Cool, da können wir irgendwie also Waffensammlung machen. Ey, ich bin mal Schwert wieder an. Verstehen? Du bist doch ein Arschloch. Ja, jetzt setze ich es gerade so leid wieder drauf, bin ich so dumm. Wo ist denn der Mond? Ja, geil, ich würde gerne. Ich war alle Bärsche. Dafür war es doch mal wichtig in dem Moment. So, ja, Flachwitz Nummer 1. Ja. Ja, ich würde gerne wissen, wie hoch der Dings steht, damit man es rufen kann. Ein bisschen weiter weg von. Den Mann nicht. Hä? Die Neale. Der ist links, also der Mond ist noch links weit. Links, also hat die Nacht erst begonnen, ne? Jo, ich denke schon gerade, was ich will. Ey, folgt nochmal. Ja, klar, ja, sind wir dafür bereit? Ich hab keinen Bock hier übelst zu failen. Ich denke, wir sind bereit. Denn? Jeder hat einen Boomerang, also wenn jeder mit dem Boomerang drauf klatscht. Ich hab keinen Boomerang, ich hab eine Flare Gun. Ich habe auch noch Pfeil und Bogen. Flairgun kann dann noch das Auge auf Cthulhu anbrennen. Machen wir es hier? Schreit? Ja, ich bin bereit. Drei. Ich kack mich ein. Zwei. Eins. Oh. Ist aufgewacht. Dann geh wieder schlafen. Aua. Aua. Das ist es doch gar nicht. Ihr verkackt schon bei dem kleinen Ding. Ja, das ist es. Deine Mutter. Das ist aber nur Phase 1, ne? Aua, aua, aua. Wo ist ja, aber das scheiß Auge wird noch böse. Das ist das Dumme. Das mit zieht ihm ja gar nichts ab. Ja. Apropos, damit ihr es wisst, das Auge schießt kleine Auge. Ich sieh's. Wieso geht's so auf mich? Du machst gerade den meisten Schaden, habe ich das Gefühl. Ich mache gar keinen Schaden. Natürlich. Ja, ich hab kein Boomerang, das ist das Problem. Und ich treffe nicht. Das ist mein Problem. Komm doch jetzt. Ich hab mal spektakulärer vorgestellt, der erste Kampf. Eigentlich schon, ja. Also ich finde mir ist es spektakulär genug. Okay, ja. Vielleicht ist es ja für mich nicht mehr so arg spektakulär, weil ich den Kampf schon zigmal gemacht habe. Ich stoße einfach verbrennen. Für mich ist es das erste Mal. Ich stoße einfach verbrennen. Markus, nicht sterben. Ich sterbe doch nicht. Klar haben wir die zweite Phase erreicht. Dann geht's erst richtig rund. Was? Ja. Der geht doch richtig ab gleich. Jetzt, ja, Glück! Jetzt. Ah, was soll ich tun? Jetzt geht er nämlich voll auf dich los. Ah, du hässliches Scheißding, verpiss dich! Nein! Es geht doch um was? Kluge Heil dran! Warum immer die kleinen Dicken? Warum? Kluge Heil dran! Kluge Heil dran! Oh. Ich hab schon Ender geschluckt. Ich auch gerade. Aber ich hab noch 90 Pfeile, die kriegst du jetzt in die Fresse, du Scheißding. Ah! Oh, ganz elegant ganz weggezwirbelt, elegant weggezwirbelt. Das ist immer. Ah! Das ist immer im Dunkeln verschwindet. Hat's was gebrochen? Ah, ich dachte, das wäre schon tot. Ey, nicht ein Bottetöte, wenn man es in Bottet töte, haben wir ein Problem. Ja, ich hab auch gleich ein Problem! Ja! Sollen wir sehen, sollen wir sehen's? Und was hat er gegappt? Ich geh erstmal zurück. Ich hab mich vor lauter. Da wir haben volles Flares mehr. Ja, sorry. Das wird jetzt überall. Da unser erster Boss besiegt. Ja, der andere geil. Sich mit mir. Ja, genau. Ich werde verfolgt.
Ich hab ne Sternschnuppe eingesammelt. Los, komm rein! Ja, ich bin nur unterwegs, danke! Okay, Markus. Ja? Komm mal zu mir, ich schulde noch ein Gold. Los, Du bist doch noch da oben. Ich schulde dir noch ein Gold. Dankeschön. Na und, Warnmo, du teilst nämlich auf, ich hab nämlich 57 Grimtame Ohr gekriegt. Von dem Boss. Ich hab gar nix. Ja, du hast ja auch nichts gekriegt, weil ich alles gesammelt hab. Markus soll jetzt aufteilen. Was, an uns alle oder was? Ja. Also, soll's in die Kiste packen? Das brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Oder brauchen wir schon? Nö, und außerdem, ich glaube, wir brauchen noch, wenn das so ist, brauchen wir, glaube ich, noch die Schuppe, oder? Um das herzustellen, oder hat sich das schon wieder geändert? Was herzustellen? Ey, wir brauchen Schuppe, um. Ah, ne, brauchen wir nicht. Grimtame Ohr, wir können die Barre einfach so herstellen. Ich stelle schon mal her. Aber soweit ich glaube, ich weiß, kommen mir jetzt auch schon bald die Goblins. Mhm. Und wenn wir klicken, kriegen wir von der Goblins Rocket Boots! Ja. Laura Stern. Wir haben jetzt 50 Grimtame Bars. Oh. 15 an der Zahl. Und ich brauche noch ein paar, noch 5 Tungstone Bars, dann habe ich mal Rüstung komplett. Na. Okay. So, wird es mal wieder Tag, bitte? Danke. Nö, ich glaub eher nicht. Gehen wir auf Höhletour? Ja, komm, dann gehe ich in die Mine. Bis später. Ich geh mit. Yay. Ja, warte, ich wollte noch die Sternschnuppe holen, ich komme auch wieder. Ah, Patrick! Herbert. Was steht dann da unten rum? Was denn jetzt schon wieder gemacht? Ich will's nicht machen, was du vorhast. Ich will gucken, ob man da drauf was craften kann. Ich weiß, ich krieg grad aufs Loch. Ja. Oh, 74 Schade ist ja. Ist ja assi. Ein hässliches Ding. Das müssen wir später kaputt machen. Ja. Wenn wir die Dinger später kaputt machen, wenn wir die Wall of Flesh besiegt haben, dann kommen mehrere Erze dazu. Ah, interessant. Kobalt, ja, Diamant und so weiter. Dann finde ich, geht Terraria eigentlich richtig los, weil dann ist es in der Mine sau bunt irgendwie. Pinky! Oh, Pinky Schleimi! Tötet es! Bevor es Eier legt! Ne! Los, das Eier leer! Oh fuck! What? Ich hab nur Kupfermünze erhalten. Oh. Ich hab ein paar Silbermünze gekriegt und eine Clipper. Ich hab glaube ich gar nichts gekriegt. Das war kein Pinky. Das war einfach nur Mini-Schleimi. Das war Pinky in the Brain. Das war aber Mini-Schleimi, kein Pinky. Pinky in the Brain. The Pinky in the Brain. Brain, was machen wir heute Nacht? Die Weltherrschaft an das Reichen. Wie immer. Die Lache. Oh, was heißt es? Einche. Wir da hängt. Jedes Eisen wird gebraucht. Vier Äpfel. Warte mal. Vergesst deine komische Cloud in the Bottle nicht, Marcel. Du konntest dich doch davor jetzt auch mit Fallschaden schützen. Ja, ja, Gott sei Dank. Da kann ich mich jetzt einfach fallen lassen, oder was? Au! Ah, okay. Das ergibt Sinn. Was ist der erste seltsamer Hintergrund? Hm. Was dann? Der Hintergrund, oh, was ist der? Warum ist der so seltsam? Warte, ich. Warum machst du kurz? Da ist irgendjemand das Sofa, da liegt nur ein Grabstein. Warte, Markus. Wer war das wohl? Inet. Schwör. Schwörsch. Der Hintergrund ist so komisch. Da ist bestimmt irgendwo noch was in der Nähe, weil da sind schon mal Tungson. Oh. Sag ich doch, da oben geht's weiter. Oh! Aua! Oh! Hey! Hab den jetzt wieder abgestellt. Es kommt ein bisschen Wasser. Oh!
Macht nichts. Macht gar nichts. Hä, aber warum ist das Ende Update so komisch? Oh, ist mir jetzt auch scheißegal. Mir aber nicht. Hier schon. Ja, dann bist du kein richtig ein Dicker. Natürlich. Ich war's schon immer. Er ist ein Farmer. Ein Farmer? Nein, Markus! Scheiße, jetzt sind wir schon wieder getrennt, Alter. Oh, jetzt sind wir wieder in der Massaker. Das gibt's doch nicht. Ich kann mal kaum 5 Minuten aus dem Auge lassen, ich mache nur Kram. Wir sind in den Rassack, Gas. Ja. Ja, Markus, wir kommen. Lol. Ariella. Ariella, die Meerjungfrau? Oh! Wollte dabei gerade sagen. Bei Deppe ein Gedanke. Patrick, wir werden gleich geraped! Okay, gehen wir rüber. Oh, was ist denn das war Hintergrund schon wieder? Alter, die Hintergründe machen mich fertig, ne? Oh, du Arschloch! Noch rechts, noch rechts, noch rechts, noch rechts, 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 das ist ohne! Aua! Ich kann mir echt keine 5 Minuten aus dem Auge lassen, das ist schon schlimm. Ich dachte, der Level geht's weiter. Oder? Ich hab doch was gesehen, ne? Oder doch nichts? Nö, du geht's doch nicht weiter. Aber Hauptsache haben wir ein Eis gefunden. Was denn das? Jetzt will ich gucken, was das war. Fucking Hintergrund ist. Komm mal den abbauen. Ja, komm mal. Warum kann man den abbauen? Was ist das Dampfbeller? Markus. Also ich habe hier eine riesen Goldmine gefunden. Bitte was? Bitte was? Was ist denn das jetzt für ein Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich nichts gekriegt. What? Multi-Abbau. Naja. Ich hab das Gefühl, da waren wir schon. Ja, die Hunde sind mir ja weitergegangen. Achso, ja. Das war das, ajo. Ajo, wir waren nicht die Hunde, ich will die Hunde weitergehen. Ich will erstmal da oben gucken, was da ist. Piranha! Oder war das die Sackgass? Ah! Da! Falle! Falle! Ah! Was ist denn hier los? Ich bin am Verrecken! Okay, ich hab noch genug Kleider. Was machen die hier? Normal. Markus, ich hab mich jetzt erledigt, ne? Ich habe Sterne geschmissen, Kriet, hallo? Hier geht jetzt so eigentlich unter den Kopf geschmissen. Schnauze. Du, das sollst doch nicht wieder der Hintergrund, Alter. Sollst doch nicht wieder Clown aus der Cornflakes-Packung essen. Was soll ich denn aus der Cornflakes-Packung essen? Der Kloni soll kein Cornflakes aus also Clown aus der Cornflakes. Was die? Ja. Weil ich dir sage, das habe ich im Markus halt mit der Arsch schon gesagt. Wenn du nur in die Nähe schon von der Burg kommst, wenn wir uns jetzt da tiefbuddeln, ne? Wenn du siehst die Burg. In der Nähe von wem? Was für eine Burg? Von der Burg, do, von dem Skeleton-Boss, do. Da war ich noch überhaupt gar nicht, ich habe gehört, wie die aussieht. Die Burg hast du schon gesehen. Echt? Ja, wo wir ganz nach links gelaufen sind, die Burg hast du schon gesehen. Okay. Wenn du in die Nähe kommst, ne, bloß mir weitergraben. Erstens, da kommt das scheiß Skelettkopter angeflogen und es tötet uns wirklich alle, egal. Ach, der Skelettkopter mit den zwei Ärmeln? Ja. Ja, nur sind das dann 3 Skelettköpfe. Ja, oh. Und die machen Shana 999 Schaden. Ja, an alle von uns. Alle. Hey. Patrick? An deiner Stelle würde ich das nicht machen. Hier bitte auf, hier auf, hier auf, hier auf. Was lass es hin! Hä? Ich will doch den auf! Ja, aber ich will an das, wo seid ihr eigentlich schon wieder? Warum bin ich schon wieder allein? Ich dachte, du wärst mit Flo unterwegs. Nein, Flo war oben im Haus. Ich bin euch hinterher, ich war die ganze Zeit bei euch. Aber bis ihr hier abgeraped seid. Ich stehe auf jeden Fall in der Grab, also das bist du. Ja, ich grab grad. Ja, ihr seid von mir nur 200 Meter entfernt, 200 Fuß. Tungstenohr. Wir müssen noch unbedingt genug Seide finden, ne? Also Spinnennetze und die in Seide umwandeln. Spinnennetze habe ich hier paar.
Ich will mal nämlich irgendwann noch die Zelterrüstung machen. Da gibt's nämlich einen Ausrüstungsgegenstand, das ist einfach nur ein Kostüm und das ist das Zelda-Kostüm. Klein, Wurmi ist wieder da. Einfach von Link. Ich fühle mich ignoriert, aber egal. Nee, ich hab dir schon zugehört. Ich hab Spinnennetz ein bisschen was bei. Oh, cool. Geb ich gern ab, sofern ich's ohne Skeleton! Brauch. Skeleton! Skelett? Skelett! Ja. Bring's um. Du schaffst das, ich glaube an dich, los, töte es, los! Du schaffst das, los! Braver Clooney. Ich hab Bumm bekommen. What the fuck? Das war, glaube ich, das Skeleton Miner. Nicht zweiter Lava. Warum ne? Ich hab eine Falle entsichert. Wo ist denn doppelt eine Falle? Ich habe keine Ahnung, du warst Schalter, ich hab die Falle entsichert. Ja, komm mal mit runter, du. Ja. Ja, irgendwas muss ja dann da gewesen sein. Da ist ja noch gar nichts gewesen. Da haben wir noch gar nicht ausgeleuchtet. Oh, wir sind wieder in der Eiswelt. Nein. Da war ich wieder Herzinfarkt bekommen, Alter. Schon wieder Eiswelt, Alter. Kurzwürgen. Brauchst du noch Tungsten? Ja. Weil ich habe gerade ein riesiges Ding gefunden. Ich habe Gold gefunden. Gold. Ja, habe ich auch schon 3 gefunden mittlerweile wieder. Und ein Farmer. Oder 2. Ich weiß es gerade nicht. Die ist riesengroß. Der gehört in Elber. Oh, noch ein Gold da, oder? Aber das ist nur kleine. Ha! Klein, aber fein. Oh, Markus, guck mal, was ich da oben gefunden habe. Tungsten Ohr. Tungsten und Eisen. Kann ich mal bitte Hilfe abbauen? Oh. Mach dann schon wieder. Das O hat sich nicht so motiviert angehört. Ja, welche Wasser? Wasser am Arsch! Arsch, Arsch, Arsch. Was? Aua! Patrick, rechts rüber! Los! Oh. Gefangen! Oh, Tungsten! Tungstein ist da oben. Ja, du bist auch klug, ey. Intelliklug. Welcher der mit dem Enterhoge, wo sich an die Heere gelegene Ebene hängen kann, sagt zu mir, hol ne doch. Komm mal her, Markus. Grab uns jetzt mal von hier aus mal runter. Okay. Ich muss auf den Rusty warten. Ja, ich glaube, wir warten auf den Rusty. Ja, ich bin eigentlich komplett weit weg von euch. Und der Flo auch nicht. Warten. Der Flo ist wieder der ruhigste von uns alle. Ich muss mich hier konzentrieren. Jo. Ich hab keine Lust zu sterben, muss ich sagen. Oh, ich hab Tungstenader gefunden, wenn's jemand will. Wo? Hier links. Seid ihr wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, bitte. Markus! Achtung, wer verfolgt. Aua. Ah, das tut gut. Ich hab noch einen Schluck Milch bei mir gerade, Eva. Mich, Bubi. Das ist Schmackofatz. Ey, nur weil ich so viel Milch trinke. Kennt man ja glatt mehr, ne? Ja, egal. Ein guter Körper beruhigt immer und Milch sowieso. Oh, Fledermaus, gehen wir jetzt. Oh Mann, die geht mal so. Warme Milch mit Honig. Aua! Das zum Beispiel trinke ich mal wieder nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Warme Milch mit Honig und ein Schuss rum, da pensch wie ein Gott. Also kennst du dich denn aus? Ja, trinke ich ab und zu, wenn ich nicht schlafen kann. Können wir uns jetzt hier so runterbuddeln? Nee, bitte nicht bei Wasser. Dann irgendwo hier. Was? So, bist du AFK? Nein. Lass dich einfach die ganze Zeit von der Dings attackieren. Geh mal da hoch, grab uns so weiter, weil da ist kein Wasser. Ja, aber so, mach doch hier.
Heimer hat sich kurz weggeschaltet, muss kurz wieder gucken, so jetzt. Ja, was wollt jetzt so lang? Naja, da neben außen, dann runtergraben. Da ihr die Terraria-Profis seid, muss ich an der Stelle doch die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich sein nächstes Ziel? Das wird sich bestimmt Leute ein oder andere Zuschauer fragen. Ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal unser paar gescheite Rüstungen wieder zusammenfarmen. Und dann heißt's, ab in die Corruption, dort den Boss plättet, damit wir dort wieder bessere Rüstungen kriegen, für dort dann den Skeleton-Boss zu plättet und dadurch dann den Dungeon zu klären. Hört sich gut an. Terraria besteht halt aus 80 bis 70% aus Farmer. Ja, das ist klar. Gegen sich ein Gegner? Piranha! Warum Piranha an Land? Auch nicht schlecht. Oh oh. Was? Schlange. Oh, du dummes Drecks. Komm her, renn in meine Spitzhacke. Jawohl. Oh, was ist das? Oh, das will ich, das glitzert. Was dann? Oh, das ist Amethyst? Ne. Ne, Topaz. Was ist das? Das will ich, es glitzert. Das ist geile Aussage. Es glitzert. Glitzer. Glitzern ist immer gut. Ach ja. Jetzt wer grabe, ich mach Licht. Selbstverständlich. Gute Arbeitsteilung. Und der Flo macht wieder alles allein. Was? Der Jungle da irgendwo rum. Da links sind ein paar Gegner, da waren wir anscheinend schon mal. Wie ist der Flo im Video vorhanden? Indem er die ganze Zeit die grüne Norme sieht. Ja. Wir wissen zumindest, wo er ist. Aber das Gute ist, halt! Rechts ist was! Rechts! Was ist denn rechts, die große Höhle? Da unten? Rechts! Okay, dann halt nicht. Ist so dunkel, ich sehe nichts. Wo ist rechts? Da oben! Was? Wo ist gerade durch das Ah, okay. Jetzt hab ich's vergessen. Stopp! Eise! Hab's vergessen vor lauter rechts. Oder links und rechts, Schwäche. Ne, ich wollte eigentlich nur sagen, aber vergiss, dass der Flo immer weg ist, bringt er uns gute Sachen mit. Auf jeden Fall, er versorgt uns immer mit dem neuesten Mittelchen. Shit. Was ist denn das rechts und das unten? Da waren wir noch nicht in dem Höhlesystem, oder? Ne, da will ich nicht. Und das ist aber Eiswelt, ne? Damit der klar Bescheid wisse. Und wir sind schon die ganze Zeit in der Eiswelt, aber das ist riesengroß jetzt. Mensch, ich guck mal, wo ihr seid. Wir sind gar nicht weit von dir. 600, Achtung! Fallen wir gleich. Ich geh euch gerade nicht auf dem. Oh, was ist denn das du, ne? Ah, ja, hier war ich. Oh! Okay. Hier war ich schon. Wenn wir jetzt weiter runter gehen, kommt irgendwann Lava, würde ich euch wegrollen. Ich würde nur links gehen, weil da war ich noch nicht. Ich will was haben. Hey! Was? Weißt du? Kommst du da hoch? Weil mir Kenner leuchtet, ne? Ich hab gedacht, wir gehen rechts rum, deswegen. Du mir erstmal over alles ausleuchten, bevor wir überall rumschlawenzeln. Erstmal over rum alles ausleuchten. Wir kennen so viel lieber sie, ja? Guck, da ist schon wieder Tungstone-Ohr. Oh, was ist denn das? Eiskist. Cool. Ich habe Eiskist gefunden und ich habe sogar Iceblade. Das sind hier so Iceblade. Das hier. Oh, Alter! Ey, wir sind natürlich finden immer die coolste Sache. So ein Schwanzkopf. Patrick? Ja. Truhe baut man seit Leichen mit der Spitzhack ab. Ich hab's immer noch mit dem Hammer abgebaut. Ich hab's einfach mit der Spitzhack abgebaut, deswegen. Dann. Ich mach mein Auge juckt. Also ich geh da nur noch, ich will das doch an. Ja, gedulde dich, mein Auge hat gerade gejockt. Na. So, darum. Kannst du mal aufhören mit deinem Auge jucken? Jetzt hat meins auch gejuckt. Kommt das einfach so. Es ist wie Gähne, es steckt auch. Kann du nichts dafür. So unten lang. War erstmal durchflog. Nehmen wir mal die Sache da mit. Die kann aber saufen. Die Blöcke nehme ich jetzt alle mit. Das. Der Blöcke? Die graue da, die Slush-Blöcke.
Die kann ich in deiner Maschine nämlich wieder umwandeln in was Nützliches. Okidoki. Gib mir so lange auf den Sack, du. Markus? Oh, ich hab rechts was ganz Geiles entdeckt. Oh ne. Das ist nur Schneeblock. Was? Oh. Willst du mal Hallo sagen? Nee, ne, pack nicht. Ah, wer hat die aufgemacht? Ah ja. Nee. Ich hab Iceblade, Geh drauf, du Sauhund! Ja, da unten war ja gar nichts mehr. Oh. Was ist das? Nymphe! Nymphe! Nein, ich bin gefangen! Versauft! Hoffentlich versauft sie! Komm, da hoch wieder! Deine ist so gierig und komm hoch! Der Ivi ist ja noch ein Speer, ich will da unten rechts nehmen. Ja, geh mal oben entlang, da waren wir auch noch nicht. Stimmt. Geh mal oben also entlang. Tungstanor! Oh, und Gold! Alter, wie viel Tungstone? Bei wie viel Minuten waren wir eigentlich schon? Jetzt sind wir bei 26 Grad. Okay. Dann würde ich sagen, wir bauen das noch ab und dann werden wir den Part beenden, hä? Ah ja, du musst das doch noch schnell. Hier ist noch mehr Tungstone, hier am Gold. Geil. So, ein Drecksack. Wer dann? Du, wer sonst? Ja, warum? Der Teile doch eh auf. Ich weiß. Also? Und der Office drüber über uns ist noch Eisen. Außerdem gibt's glaube ich gar nichts, was ich mir aus Gold machen wollte. Ich habe auf jeden Fall nur Lebenskristalle gefunden. Leute. Was hast du? Lebenskristalle habe ich gefunden. Oh. Und Gold. Ja, also wenn, dann können wir aus dem Gold können wir uns dann doch eine Rüstung bauen. Irgendjemand von euch, der Bock hat. Oder wir bauen ein Schwerter. Schwerter und ich würde sagen, das komplette Ausrüstungsmenü, oder? Ja, wenn wir genug zusammenkriegen, ja. Hammer. Ich will auf jeden Fall ein Laserschwert und eine Darth Vader Rüstung. Oder ähnlich. Ach, damn. Das krieg ich erst später. Ist mir egal, ich will's trotzdem. Ah, Wurm! Wurm! Oh, alle Weile sind wir in dem Höhlensystem! Verschwinden! Oh ja, da ist ziemlich viel los. Ich würde sagen, Leute, hier an der Stelle schaffen wir einen kleinen Cliffhanger, wie es weitergeht, was uns da unten noch erwartet. Sehen da dann natürlich alles in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.